Sehr schön. Neue Quest, das hässliche Entlein. Ach so, ja. Okay, einige Stunden später, wir sind zurück bei Kaer Morhen. Was ist denn hier? Ach, das ist Eskel, alles klar. Finde ich aber spannend, dass man so ein bisschen auch die Hintergrundgeschichte hier von den Charakteren nochmal kriegt. Und ich weiß nicht genau, inwiefern die sich das ausgedacht haben. Obwohl, also das haben die sich schon ziemlich geil ausgedacht, muss ich einfach mal sagen, also. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Ja. Na gut. Rennen wir seinen Spuren hinterher. Dann machen wir... Eigentlich wollte ich ja Yennefer als erstes machen, aber nö, nö, machen wir halt Eskel als... machen wir halt Yennefer als letztes. Genau. So, wie man einen Gabelschwanz jagt. Toll. Das wird noch ein schöner Kampf. Ich bin mal gespannt, ob es irgendeinen fetten Endkampf gibt. Wird es bestimmt. Und wie scheiße oder wie schwer der denn ausfallen wird. Ich sag mal so, beim letzten Witcher habe ich ein paar Anläufe gebraucht. Zum Glück habe ich nicht den Hardcore-Modus gespielt. Ansonsten wäre ich da irgendwie 3 Meter vor Ende krepiert. Das wäre nicht so lustig gewesen. So, wie weit darf ich denn laufen? Okay, ich rufe mal Plätze. Wo ist Plätze? Da ist Plätze. Wer ist meine Lieblingsplätze? Du bist meine Lieblingsplätze. So, komm. So, hier, da vorne sind die Spuren. Mann, das Ding hat aber auch eine Sichtweite. Ach, geil, und jetzt geht's in die Büsche. Wo zur Hölle ist der Typ eigentlich hin? Und was zur Hölle ist das hier? Ich weiß es nicht, aber ich kann's looten. Na, komm. Kann ich? Oh ja, rohes Fleisch, unbedingt. Huch. Da flog eine Sternschnuppe. Es ist ein Zeichen des Spiels. Ich werde auf meinen Wegen nur Glück und so einen Scheiß finden. Wo geht's hier weiter? Da geht's weiter. Ach, da geht's weiter. Hä, genau. Glück und andere Mythen. So, alles klar, da vorne ist auch schon das Pferd. Die Skorpion. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. So, was haben wir hier? Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Na gut. So, was haben wir hier? Alchemistenpulver und Alchemistenpulver. Was haben Hexer denn traditionellerweise alles dabei? Alchemistenpulver. Hufspuren. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Eine Ziege als Köder. So, wo ist denn der Typ hin? Felsen. Hier ist Endstation. Toll, ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Hm. Wo können wir denn hier die Geruchsprobe einer Ziege finden? Da. Ein Stückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, es stinkt. Na, wenigstens ist es ein auffälliger Geruch. So. Wo dürfen wir denn lang? Da hinten sind Rehe. Oh Gott, wo ist der Typ denn lang gerannt? Ah, ich sehe es schon. Moment. Ich kann ja zwischendurch nochmal einen Quicksave machen. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Hm. Ah, da vorne ist ja auch schon die Ziege. Das ist eine Falle und wir platzen direkt rein. Toll. Können wir nicht den Typen erst finden? Bitte? Nein. Na gut. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen.
Yen hält euch ganz schön auf Trab, wie? Hm. Hat schon Befehle gebrüllt, als erst ein Fuß aus dem Teleport ragte. Als ich etwas entgegnen wollte, sagte sie... Damen darf man nicht unterbrechen. Genau. Manchmal bin ich froh, dass meine hässliche Fratze mir die Frauen vom Leib hält. Komm schon. Auf deine Art bist du ein gut aussehender Kerl. Geralt, bitte. Hör auf mit dem Mist. Psst. Hörst du? Er kommt. Wo ist er denn? Und wo ist meine Armbrust? Da ist meine Armbrust. Einmal quer zwischen die Augen. Und was nimmt man eigentlich gegen den Gabelschwanz? Art? Okay, von zwei Seiten. Das sind keine zwei Seiten. Okay, also hauptsächlich Kassengerechte. Hebt ab! Auf die Flügel! Verdammt, wo ist er? Verdammt. Ah, verdammt. Ziel ist nicht in Reichweite. So ein Scheißdreck. Ich würde jetzt einfach nochmal mit der Armbrust draufschießen. Kommst du? Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Echt mal. Und sich dazu selbst ausweiten und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Obwohl das Biest kaum so wohl erzogen ist. Wir müssen klettern. Etwas Training wird dir gut tun. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Gut. Toll, dass ich den jetzt so finden muss. Obwohl ich doch ganz genau weiß, wo er lang geflogen ist. Also zumindest bis zu einem gewissen Grad. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Scorpio, durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. Absolut. Warum rennt der Typ eigentlich da hinten lang? Egal, ich renne jetzt hier lang. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kokodi, Kokoda. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Ja. Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Hm. Kriegen wir jetzt auch noch mal ein bisschen... Alter! Das ist mal eine geile Aussicht. Boah. Alter. Vor allen Dingen, da kann man überall lang, theoretisch. Das ist schon echt geil. Na gut. Aber wir sind ja nicht hier, um Aussichten zu genießen, sondern um einem verdammten... Wie ist das Ding, Gabelschwanz zu töten? Wo müssen wir eigentlich... Wo ist denn hier die blöde Blutstube? Blutspur hin? Da. Da ist sie und da ist sie... Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl seinen Flügel gebrochen. Naja. Immerhin. Fliegt gar nicht mehr so schnell. Huch. Ist wohl in sein Versteck. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Was ist das Ding hier? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Na gut. Noch mehr Blutspuren, noch mehr Blutspuren. Haben wir ja... Wir haben keine Karetschen mehr. Moment, wir haben noch tanzende Sterne, das ist gut. Oh. Ich könnte eigentlich noch eine Katze gebrauchen, aber... Katze trank, aber was soll's. Kann ich mir ja hinterher zur Not immer noch reinwerfen. Ist das eine Kiste? Hm. Na wow. Ein wunderschöner Runenstein. Habe ja nicht genug von. Huch, Gott! Das war das falsche Schwert.
Und das war das falsche Zeichen. Aber egal. Der ist weg. Na schön. Her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Sagst du mir noch, mit welcher Messerseite ich schneiden soll? Mit der scharfen. Los, Beeilung! Alles klar. Ansonsten haben wir noch ein bisschen anderes Zeug, das können wir nochmal mitnehmen. Ja, Wolf? So, und wo kommen wir jetzt am schönsten nach Kaer Morhen hin zurück? Einfach wieder den Weg, wie wir gekommen sind. Obwohl, okay, das ist cool. Was ist hier hinten eigentlich noch? Ach, nichts. Schön. Immer dieses wunderbare Nichts. So, auf zurück. Da sind wir rausgekommen, aber hier oben geht's noch lang. Da. Ich glaube, ich will doch kein verwesenes Fleisch und Rehhaut. Wo ist denn der Scheiß? Da sind Questgegenstände. Das hier kann raus. Weiß nicht. Ja, hier Hasenfell. Haben wir es dann bald mal? Ja, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ja, wir haben es. Okay. Einmal nochmal gespeichert und direkt wieder raus. Auf nach Kaer Morhen. Oh, na, guck mal. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Einverstanden. Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Jetzt müsste ich eventuell noch den Weg wissen, alles klar. So, und jetzt einmal voll in den Galopp. Ordentlichen Weg zurücklegen. Dann können wir zwischendurch auch nochmal kurz eine Pause machen, aber der Typ ist schnell. Ist direkt hinter uns. So, wo müssen wir lang? Ah, über den Fluss. Nein, nicht über den Fluss. Na Mensch. Der hätte es mir ja fast den Sieg gekostet. Langsam, du drehst dir noch den Hals. So, komm. Einmal kurz Ausdauer auftanken. Und wieder weiter. Oh Gott. Verkrampft mir hier gerade die Finger auf der Tastatur. Hey, guck mal, wir sind da. Nein, 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 was? Da, nein! Das gibt's doch nicht! Oh, wollt ihr mich verarschen? Echt? Ihr Säcke. Ich würde dich auf einer lahmen Sau besiegen. Der war gut. Ich hab dich unterschätzt. Oder besser, Skorpion. Wirklich ein schnelles Pferd. Und ich hab dich überschätzt. Hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, hätte ich was gewettet. Nächstes Mal wetten wir. Aber dann gewinne ich. Ja, sicher. Alter! Das gibt's doch nicht! Ey, das ist jetzt echt ein bisschen scheiße. Alter, da klatsche ich hier gegen die Wand und da komme ich nicht mehr rechtzeitig weg. Ah, Alter, das kriegt mich... Das, Alter, nee. Sorry. Kann ich hier eigentlich einen kürzeren Weg nehmen? Bestimmt. Ja. Kann ich. Ey, das kackt mich aber gerade echt ein bisschen an. Nur weil wir da am Ende irgendwie ein bisschen gegen diese Wand da gekommen sind, Alter. Nee. Naja, was soll's. Wehe, jetzt schreibt mir irgendjemand in die Kommentare, es ist nur ein Spiel. Das hat damals in der Grundschule schon nicht gezogen. Ah, das ist doch nur ein Spiel. So, komm, jetzt aber einmal zu Yennefer. Können wir mal ein bisschen schneller oder so? Nee. Keine Reaktion auf die Meridian. Interessant. Total.
Also die Halle ist immer noch die gleiche. Finde ich schön. So. Sind hier eigentlich immer noch diese bescheuerten Treppen? Ja, sie sind immer noch hier. Oh mein Gott, sie waren damals, glaube ich, nur in einem kleineren Raum. Oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, der Raum war kleiner, aber ich möchte es nicht beschwören. Ja, und das Gehuste ist immer noch da. Na gut. Ach du Scheiße! Oh je. Oh, mein Herz! Ich armer alter Mann!